beginnen durch hier stille Flammen. Stille Flammeffekte. Ich habe vorher erzählt, feste Brennstoffe. Beginnen wir jetzt mal mit festen Brennstoffen. Das hier, das ist Pyropapier. Das ist jetzt buntes Pyropapier. Mal ist es so weiß-gräulich wie Recyclingpapier. Wenn ich das jetzt anzünde, dann verbrennt das. Wenn die Nummer vorbei war, der Blitz, wo ich wieder zurückgehe. So, 3, 2, 1. Und die Hexe ist weg. So, das Ganze jetzt noch einmal mit Funken. Also das war jetzt quasi rein, ihr habt gesehen, schöne Rauchpilz. 3, 2, 1. Mit Funken. Hat er Geburtstag? Dann kannst du die Funkenintensität einstellen. Dann sieht man, hier ist nichts zur Seite weggespratzelt. Hier geht immer zur Seite was weg. Eine Fontäne in der Höhe, würde ich sagen, ein Meter daneben, kein Problem. Bei dem Teil, wenn es Künstler sind, sage ich 2 Meter. Obwohl die Funken, falls mal jemand reinhalten möchte, die Hand wegschauen, ja, ganz wichtig, man spürt vielleicht ab und zu ein bisschen so ein Prickeln auf der Haut. Aber halt eben ins Auge möchte ich so einen Funken nicht kriegen. Es ist per D-Mix angesteuert. Man könnte es auch mit der Zündanlage ansteuern, zum gleichen Hersteller wie die Zündanlage. Aber es ist keine Pyrotechnik. Man braucht dafür keinen Schein. Man braucht dafür eigentlich nur die Erlaubnis der Behörde. Ihr seht es jetzt gleich ein bisschen höher. Ja, genau. Jetzt machen wir noch einmal Gasfeuerphase. Das werde ich natürlich ein bisschen zuerst flüssig abbauen. Wie ihr seht, es wird gleich weniger. Genau, und jetzt sind wir hier gasförmig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei der Prüfung wieder. Und ja, während ich abbaue, beantworte ich noch Fragen. Ansonsten, toi, toi, toi.